der Supermann. Dann soll man die noch nehmen, dass man weiß, was man ist, oder steht es hinten dran? Das ist bei euch an der Ding, das ist entweder Generatoren oder mit Megabatterien, die den Strom aus der Batterie bekommen. Da sehen wir eben, wie wir uns die Baustelle der Zukunft vorstellen. Wir tragen hier jetzt eben mit einem solchen 3D-Drucker Schicht für Schicht Beton auf, die immer aufeinander gestapelt werden, bis dann eben am Ende ein fertiges Gebäude entsteht. Hier ist jetzt das Ergebnis rein von heute. Wir hatten mal eine kurze Regenpause, als es sehr heftig geregnet hat. Dann passiert beim Rohbau allgemein nicht viel und so ist es beim 3D-Druck auch. Das ist keine Super.